Und jetzt Gran Canaria aktuell. So, liebe Zuhörer von Radio Primavera Gran Canaria. Ja, wir können eine neue Art des Rechnens machen. 1633, was könnte das heißen? 16. April 2020, 33. Tag, Ausgangssperre. Ihr merkt, auf der Straße ist ein klein wenig mehr los. Ich hoffe, dass mit dem Ton einigermaßen hinhaut. Das kann ich ja jetzt hier nicht merken. Wir haben es ein bisschen windiger wie sonst. Wenn wir mal so hochschauen auf die Bäume. Ihr seht, die Bäume haben ein bisschen Bewegung. Ja, warum ist jetzt hier mehr auf der Straße los? Kann ich euch sagen. Es ist also so, dass ja seit Montag dürfen wieder Leute, die jetzt zum Schluss in den Zwangsurlaub geschickt worden sind, wieder arbeiten. Das heißt Handwerker und auf alle Fälle alles, was nichts mit Begegnung zu tun hat, also Gastronomie oder etc., Hotellerie, alles ist geschlossen. Und am kommenden Mittwoch, dem 22. April, da wird die spanische Regierung bzw. der Regierungschef den Antrag stellen, noch einmal die Ausgangssperre um 14 Tage zu erweitern. Und dann würde das bedeuten, dass es dann bis zum 10.05. soweit wäre. Ja, gestern noch darüber geredet, dass also eben halt Kinder demnächst spielen können, draußen in Begleitung der Eltern. Ja, war kaum fertig das Video, wurde es auch schon wieder dementiert. Es war so ein bisschen im Gespräch, ich zeige euch mal die Sonne, mal was Schönes zwischendurch. Ihr seht, ich bin ein bisschen spät dran, also ist die Sonne auch schon ganz weit oben. Wir haben es also 20 vor 12, bin kurz vor meiner Live-Sendung. Und ja, kaum habe ich es erwähnt im Video, Video veröffentlicht und was ist passiert? Es wurde ja dementiert. Es war so ein bisschen die Rede davon, dass man dann eventuell, weil ja nicht ganz so viele problematische Situation in Sachen Coronavirus auf den Kanarischen Inseln ist, dass man die Kanaren ein klein wenig, ja, ich sag mal, wie ein Versuchskaninchen benutzt oder als Prototyp oder für das Thema, wie geht's nach der Ausgangssperre weiter. Das wiederum, da ist natürlich der Herr Torres, der Präsident der Kanaren, vehement dagegen, weil er natürlich auch oft ganz klar froh ist, dass es eben hier aktuell so ist, wie es ist. So, was habe ich denn noch auf meinem Zettel? Wir hatten gestern in den letzten 24 Stunden, das sind die Zahlen von gestern, lediglich 11 Neuinfektionen. Und im Zeitraum der letzten 48 Stunden hatten wir 72 geheilte, also Personen als geheilt erklärt. Und ja, das sind ja eigentlich schon mal schöne Zahlen. Nur, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, nein, ihr könnt es euch nicht vorstellen. 33. Tag Ausgangssperre, was würde ich jetzt gerne Bauarbeiter sein und jetzt wirklich zur Arbeit gehen können, das wäre schon ganz, ganz viel wert. Aber leider Gottes ist dem nicht so. Aber 33 Tage, das ist echt eine Nummer und es sind ja noch einige Tage vor uns. Das ist nicht schön. So, noch eine Sache. Die erste Phase in der Gemeinde San Bartolomé de Tirajana. Zum Verständnis, darunter zählt San Agustin, Maspalomas, Playa de Ingles, Meloneras und noch einige mehr. Aber der Oberbegriff ist halt eben die Gemeinde San Bartolomé de Tirajana. Da ist die erste Phase der Desinfektionsmaßnahmen eben halt abgeschlossen. Da könnt ihr nette Berichte bei uns auf der Homepage sehen, auch nette Fotos. Wirklich, die sehen aus wie Astronauten. Das muss wohl wirklich ein ganz, ganz teuflisches Zeug sein, wenn sich die Menschen, die es versprühen, derartig kleiden. Ja, schaut einfach mal drauf. Des Weiteren haben wir auch auf unserer Homepage ein aktuelles Video draufgelegt unter dem Begriff Lokalnachrichten von Puerto Rico. Nee, Quatsch, Puerto de Mogán. Und dort findet ihr dann auch mal, wie es denn jetzt wirklich realistisch aussieht. Es ist unvorstellbare Bilder. Strand, Schiffchen, Bötchen, Tretboot, Jetskis, alles steht da. Und der Sand ist da, das Wasser ist da, nur kein einziger Mensch. Das ist schon eine nicht so schöne Geschichte. Zum Schluss, ich möchte euch nochmal darauf aufmerksam machen, hier, die auf der Insel leben, wenn ihr wirklich Naturprodukte, also Produkte vom Erzeuger, will sagen vom Bäcker haben wollt, ach vom Bäcker, vom Bauer natürlich, dann ist es am besten, da gibt es nämlich eine Homepage, grancanariamegusta.com. Ich möchte euch die nochmal ganz gern oder richtig kräftig ans Herz legen. Und das soll es auch von mir schon gewesen sein, denn ich muss ins Studio.
weil in 15 Minuten geht meine Sendung los. Ich bin zwar komplett vorbereitet, aber ich will hoffen, dass es besser klappt, der Start wie gestern. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Hier nochmal ein bisschen blauer Himmel und das am 16. April 2020, 11.45 Uhr. In diesem Sinne macht's gut, euer Martin Schubert. Tschüss.